Und die Liste, die Shortlist, sind die fünf meistnominierten Titel. Es sind in diesem Jahr Helena Fischer, Paradise Garden, Liebe Eckenburg im Verlag, Milena Michiko Fassar, Oben Erde, Unten Himmel aus dem Wagenbach Verlag, Ronan Hashin, Leonard und Paul, aus dem irischen Englisch übersetzt von Andrea O'Brien, bei Wolwood und Neumann erschienen. Jaka Kupsova, Marschlande, Y.S. Fischer erschienen. Und Caroline Wahl, 22 Bahnen, aus dem Dumont Buchverlag. Das war wirklich eine verdammt knappe Entscheidung. Die Entscheidung ist gefallen und wir freuen uns mit Caroline Wahl. Ja, und ich wollte den Preis unbedingt haben. Jetzt habe ich ihn. Das trifft sich ja günstig. Den wollte ich besonders gern haben, weil eben der unabhängige Handel, ich weiß, wie ich ihm dankbar sein muss. Und ich liebe den unabhängigen Handel und ich habe auch während der Lesereise so tolle Erfahrungen gemacht und so wunderschöne Buchhandlungen kennengelernt.